Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Skyrim. Ja, im letzten Part haben wir ein bisschen verschissen, wir haben einfach nichts gefunden. Wir haben so einen Typen namens Orthorn befreit, aber pff, das sind auch keine Bücher, ne? Lieber Bücher als einen Typen befreien, ja. So denkt man hier in Skyrim. Vielleicht finden wir jetzt ja mal in diesem Part, das würde mich auf jeden Fall mal sehr, sehr freuen, irgendetwas zu finden. Und selbst wenn es nur ein Buch ist. Ich dachte gerade, das Spiel hätte sich aufgehangen. Okay, es war nur ein automatisches Speichern. Und hier sind Heiltränke. Oh. Da oben ist eine Rolle. Okay. Ich glaube, hier hinter sind sogar die Bücher. Wer weiß, vielleicht sind hier hinter ja die Bücher. Dann haben wir ja doch alles richtig gemacht. Höchstwahrscheinlich. Mein Hund läuft gerade den Flur entlang. Es kann sein, dass ihr das Ihr hört. also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Wie schön, euch kennenzulernen. Ach so, ja, hi. Wer seid ihr? Ich bin wegen der Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Arens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Dürfte ich bitte die Bücher haben? Vielleicht könnten wir eine Vereinbarung treffen. Ohne die Bücher gehe ich nirgendwo hin. Versucht ihr etwa mich zu bedrohen, nachdem ich so gastlich war? Gastlich? Nun, dann werdet ihr gar nicht mehr hier weggehen. Ach so, ja, dann Kampf. Die Ruferin. Ist das alles? Ach so, sie kann sich teleportieren. Vielleicht sollte ich doch mal ein paar Heiltränke nehmen, obwohl ich kann doch. Puh. Du drohst mir. Verrecke. Sie ist einfach verschwunden. Scheiße. Okay. Sind mir gerade eine Stufe aufge... Oh ja, sind mir. Sehr, sehr gut. Ja. Magika. Erstmal am Kopf kratzen und dann... Ich guck mal wieder nicht hin. Ist ja so meine Sache, ne? So, nehmen wir das. Und da können wir einfach mal gar nichts machen. Das ist, glaube ich, blocken. Nimm einfach das daneben. Ich weiß aber gar nicht, ob ich schwere Rüstung habe. Ist ja nicht schlimm. Stell deine Füße, unbewaffnete Angriffe mit schwerer Panzerhandschuhen bewirken ihren Rüstungswerten Schaden. Gut. So. Da ist ein Buch. Die Nacht der Tränen. Alter, mein Kopf. Ich hätte das Buch lesen können. Komm, die Bücher lese ich vor, weil sie einfach zur Story gehören. Die Nacht der Tränen. Ich muss kurz mal nochmal gucken, wie man umblättert. Wie viele Seiten sind denn das? Holy shit. Okay, ich lese es vor. Die Nacht der Tränen von Dranor Zelef. In der Geschichte von Himmelsrand nimmt Zartal einen bedeutenden Platz ein, auch wenn die meisten sich an seinen Namen nicht erinnern. Es war natürlich der Ort einer der größten ersten Nordsiedlungen, eine der ersten Städte von Himmelsrand und die früheste bekannte Hauptstadt ihrer Zivilisation. Es war zudem die Stätte furchtbaren Blutvergießens, als die Elfen versuchten, die Nord aus Himmelsrand zu vertreiben, und es ihnen nur gelang, ihren Zorn in der Gestalt Yskramors und seiner legendären 500 Gefährten zu erregen, die die Elfen aus Himmelsrand fortfegten und das Land ein für allemal als Heimstatt der Nord etablierten. All dies ist bekannt, aber nur wenig darüber hinaus. Was geschah in dieser Nacht der Tränen, als Zartal dem Erdboden gleichgemacht wurde? Was hat die Elfen zu einem so willkürlichen, grausamen Überfall provoziert? Und was veranlasste eine derart heftige Reaktion der Nord? Vingalmos Abhandlung zur Altmeer Vorgeschichte lässt darauf schließen, dass die Elfen der meretischen Ära zusammen mit ihren Gegenparts, den frühen Dwemer, ein Bildungsniveau besaßen, das im Tamriel seinesgleichen suchte. Sie besaßen eine Macht, wie sie zu jener Zeit nicht zu erwarten war,
Obwohl es keine eindeutige Erklärung dafür gibt, glaube ich, dass Vingalmors Arbeit verglichen mit den früheren Auszeichnungen von Hesef Chirirnis darauf schließen lässt, dass in jener Nacht in Saartal etwas Größeres am Werke war. Die wahren Motive hinter der Nacht der Tränen sind für durch die Zeit verborgen. Doch ich glaube, dass dies kein einfacher Territorialkrieg war oder Krieg um die Herrschaft über Himmelsrand. Ich glaube, was geschehen ist, war ein bedeutsames Ereignis, bei dem es um etwas ganz Bestimmtes ging. Als die Nord ihre Stadt errichteten, stießen sie auf etwas, das tief im Boden vergraben war. Sie versuchten es verborgen zu halten, doch die Elfen erfuhren davon und bekehrten es selbst. So griffen sie Saartal an, wobei es nicht ihr Ziel war, die Nord zu vertreiben, sondern diese Macht für sich selbst zu erlangen. Ich glaube, Yuzgramor wusste etwas darüber, was die Elfen unter Saartal finden würden, und sammelte seine Leute in sich, um sie davon abzuhalten, es zu bekommen. Als die Nord erneut Himmelsrand kontrollierten, wurde diese Macht tief unter der Erde begraben und versiegelt. Ich habe die Hoffnung, dass die Zeit ebenso die Wahrheit dieser Worte enthüllen wird. Jede Anstrengung wird unternommen werden, um Saartal wieder zu entdecken und das zu finden, was für uns so lange verloren war. Ist das das, was wir gefunden haben? In Saartal, da unten? Na gut, wir haben noch zwei Bücher, es kann... Okay, hier liegt eine nackte Person. Geil. Nein. Der letzte König der Eileiden. Der letzte König der Eileiden von Herminia Schiller. Die Eileiden oder Herzland-Hochelfen regierten Kyrodiil in den langen Zeiten des Mythos vor Beginn der Geschichtsschreibung. Eines der ersten belegten Daten ist der Fall des Weißgoldturmes im Jahre 243, der nach allgemeiner Ansicht das Ende der Eileiden einläutete. Obwohl die Eileiden-Herrschaft über ganz Kyrodiil tatsächlich im Jahre 243 gebrochen wurde, war dies nur eine der offensichtlichsten Phasen am Ende eines langen Niedergangs. Die ersten beiden Jahrhunderte der ersten Ära waren durch zunehmenden Querellen zwischen den großen Eileiden-Fürsten von Kyrodiil gekennzeichnet. Alessia scheint eine Zeit des Bürgerkriegs ausgenutzt zu haben, um ihren Aufstand zu beginnen. Kaiserliche Historiker haben ihren Sieg traditionell dem Eingreifen von Seiten Himmelsrands zugeschrieben, doch es scheint, dass sie bei der Belagerung des Weißgoldenturms mindestens genauso viel Hilfe von rebellischen Eileiden-Fürsten hatte. Das gängige Bild der Eileiden als brutale Sklaventreiber beruht natürlich auf Tatsachen, doch es ist allgemein weniger bekannt, dass eine Reihe von Eileiden-Prinzen nach 263 weiterhin Teile Kyrodiils beherrschten. Als Vasallen der neuen Kaiserin von Kyrodiil dies deutet darauf hin, dass entweder die Eileiden-Herrschaft doch nicht allen verhasst war oder dass Alessia und ihr Nachfolger pragmatisch waren, als allgemein angenommen wird. Oder vielleicht auch ein wenig von beidem. Auf alle Fälle zeigen Ausgrabungen eine Reihe von Eileiden-Städten eine fortgesetzte Besiedlung und sogar Ausweiterung in der sogenannten Spätphase der Eileiden von 243 bis etwa 498. Zunächst regierten viele Eileiden-Fürsten weiter als Vasallen des neuen Menschenregimes. In manchen Fällen wurde Eileiden-Anhänger Alessias sogar mit neuen Ländereien belohnt, die getöteten Feinde gehört hatten. Es ist unklar, in welchem Ausmaß die Versklavung von Menschen unter dem Kyrodiilischen Reich andauerte. Menschen lebten weiter in den von Eileiden beherrschten Bereichen von Kyrodiil, doch es gibt keine schlüssigen Beweise, unter welchen Bedingungen. Dies war von Anfang an eine unbehagliche Beziehung, der es nicht bestimmt war, lange zu wehren. Unwille über die fortgesetzte Präsenz von Eileiden-Adeligen im Kaiserreich trug zum Aufkommen des sogenannten Alessischen Ordens bei, den Maruk gegründet hatte. Die ersten Opfer der Alessianer waren die Eileiden von Kyrodiil. Im frühen 4. Jahrhundert wurden die noch bestehenden Eileiden-Gemeinschaften in von Menschen regierten Regionen eine nach der anderen ausgelöscht, und die Flüchtlinge ließen vorübergehend die Macht der verbleibenden Eileiden-Fürsten wachsen. Dann gewannen im Jahre 361 die Alessianer die Kontrolle über das Kaiserreich und setzten im gesamten Herrschaftsbereich die Alessianischen Doktrinen durch. Die Eileiden-Fürstentümer wurden abgeschafft. Die Durchsetzung dieses Erlasses, Alter, wie viele Seiten sind das, scheint nicht viel direkte Gewalt erfordert zu haben. Es scheint, dass sie zu diesem Zeitpunkt des Gleichgewichts der Kräfte so überwältigend gegen sie war und ihr Schicksal sich bereits so lange abgezeichnet hatte, dass der Großteil der verbleibenden Eileiden Kyrodiil einfach verließ und allmählich der Elternbevölkerung von Wallenwald und Hochelf einverleibt wurde.
Tatsächlich kann man das Aufkommen der Direnni hoch Hegemonie mit diesem Exodus der Eleiden aus Kyrodiil in Verbindung bringen. Eine Verbindung, die bisher von Historikern kaum untersucht wurde. Dennoch scheint eine Restbevölkerung von Eleiden die Herrschaft der Alessianer überlebt zu haben. Denn wir hören davon, dass der letzte König der Eleiden sich der Schlacht beim Glenumbria-Moor anschloss, in die der Direnis die Alessianer im Jahre 482 entscheidend schlugen. Wie die Untertanen dieses Königs des vorhergegangenen Jahrhunderts überlebt haben, ist unbekannt. Wir wissen nicht einmal, wer sie waren, obwohl eine Forschung auf Nenalatta als mögliche Ruhestätte dieser letzten Könige hindeutete. Leider stehen in der gegenwärtigen Situation des Kaiserreichs keine Mittel mehr für eine angemessene wissenschaftliche Untersuchung solch ausgedehnte Ruinen zur Verfügung, sodass die Beantwortung dieser Fragen und künftigen Generationen überlassen werden muss. Das hat aber jetzt nichts mit dem zu tun, was wir in Sartal gefunden haben, finde ich. Aber trotzdem, egal. Und das letzte Buch, das lese ich jetzt auch noch vor. Fragment über Eärtum. Wie viele Seiten hat das? Okay, es ist auch lang. Egal. Mach mal ein Bart hier lesen. Achso, ja, so weit wollte ich zurück, wollte ich nicht. Die Insel Eärtum ist die drittgrößte Insel des Samas-Archipels südlich des Dorfes Moridunon in Potansa und westlich des auf dem Festland gelegenen Dorfes Runkibe. Sie ist vor allem der Heimat des Psychic-Orden, bekannt der wahrscheinlich ältesten Ordensgemeinschaft Tamriels. Den haben wir ja kennengelernt. Die ersten schriftlichen Aufzeichnungen über diese Psychi stammen aus dem 20. Jahr der ersten Ära und erzählen die Geschichte des berühmten und weisen Bretonen Fernet, der zur Insel Eärtum reiste und dort Lachesis, den Zeremonienmeister der Psychi, zu treffen. Bereits zu diesem Zeitpunkt waren die Psychi die Berater des Königs und Befürworter der alten Wege, die sie von dem ursprünglichen in Tamriel wohnenden Volk gelehrt bekommen hatten. Die alten Wege sind eine Philosophie, die auf Meditation und Studium beruht und die Kräfte der Natur an den persönlichen Willen binden soll. Sie haben ursprünglich nichts mit den Magika zu tun, der Effekt ist aber in etwa der gleiche. Daher ist es wahrscheinlich kein Zufall, dass die Insel Eärtum zu Beginn der zweiten Ära buchstäblich von den Küsten der Somerset-Inseln verschwand, etwa zur gleichen Zeit, als die Magiergilde in Tamriel gegründet wurde. Verschiedene Historiker und Gelehrte haben Theorien darüber veröffentlicht, aber außer Lachesis und seinen Anhängern konnte anscheinend niemand Licht in die Sache bringen. Mein Hund rastet gerade aus, tut mir leid. 500 Jahre vergingen. Der Eärtum kehrte zurück und Psychisch auf der Insel bestanden aus Personen, meist Elfen, die während der zweiten Ära verschwanden und für tot gehalten wurden. Sie konnten oder wollten keine Erklärung zum Verbleib Eärtums in dieser Zeit oder zum Schicksal Lachesis und des früheren Rats von Eärtum abgeben. Zurzeit werden die Psychisch von Lehrmeister Selarus angeführt, der dem Rat von Eärtum seit 250 Jahren vorsteht. Der Einfluss des Rates auf die Politik Tamriels schwankt. Die Könige der Somerset-Inseln, besonders die in Moridunon, fragen oft nach der Meinung der Psychisch. Kaiser Uriel V. wurde in der ersten ruhmreichsten Zeit seiner Herrschaft sehr vom Rat beeinflusst. Dies war vor seinem katastrophalen Angriff auf Akavir. Es heißt, dass die Flotte König Urgums Dyandonea von den vereinten Kräften des Kaisers Antiochus und der Psychisch-Orden zerstört wurde. Die letzten vier Kaiser Uriel VI., Marihata, Pelagius IV. Und Uriel VII. Waren so skeptisch gegenüber dem Psychisch, dass sie in der Kaiserstadt keine Botschafter der Insel Eärtum duldeten. Die Insel Eärtum ist kartografisch schwer zu erfassen. Es heißt, dass sie sich ständig durch Zufall oder Willen des Rates bewegt. Besucher sind auf dieser Insel so selten, dass man kaum je davon gehört hat. Wer einen Psychisch treffen möchte, kann in Potansa und Rungchibe und in vielen Königreichen der Somerset-Inseln Kontakte knüpfen. Wäre es besser erreichbar, wäre Eärtum jedoch das bevorzugte Ziel von Reisenden. Ich war einmal auf der Insel und träume immer noch von den idyllischen Obstgärten und offenen Weiden, den stillen und ruhigen Lagunen, dunstigen Wäldern und der einmaligen Architektur der Psychisch, die wie ihre Umgebung überaus natürlich und wundervoll ist. Ich habe den Turm Chepora ganz besonders studiert, da er ein Relikt einer Zivilisation ist, die noch um einige Jahrhunderte älter ist als die der Hochelfen und immer noch für bestimmte Riten der Psychisch genutzt wird. Vielleicht kehre ich eines Tages zurück. Anmerkung des Herausgebers. Der Autor befindet sich zurzeit auf der Insel Eärtum, mit freundlicher Genehmigung vom Meister Sargenius vom Rat von Eärtum. Ich wollte das Buch eigentlich mitnehmen.
Wir haben die Bücher. Und hier geht es raus. Den Schlüssel haben wir. Das ist ein Eimer. So. Sehr interessant. Da war aber sehr... Boah, das ist schon viel wert. Aber nee, Leute. Ach, da ist Knochenmehl drin. Gut. Knoblauch. Seelenfragmente. Da ist noch ein Beutel. Dietrich und Gold. Sonst noch irgendwas? Nein? Na gut, aber auch schon viel. So, wir gehen raus. Oder zumindest wieder rein. Besser gesagt. Ja, mein Kopf kratzt zu sehr. Ja, mein Kopf juckt zu sehr. Ich sehe nichts. Ach, da ist eine Holztür. Aktivieren. Ach, da ist ein Türriegel vor. Oh, den hab... Jo! Den habe ich nicht gesehen. Hier geht's raus. Himmelsrand. Genau da wollen wir hin. Wir haben die drei Bücher bekommen. Wir haben sie, oder ich habe sie vorgelesen. Vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen wie ich, weil Skyrim ist sowas... Ich verstehe nicht immer das, was in den Büchern steht. Aber ich lese es gerne vor. So, in der Ladezeit kann ich schon mal sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne im nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.